Hi, ich bin der Uli von Rodenberg Amplification und ihr wollt sicher genau mal wissen, was ich alles hier im Stand habe. Da haben wir einmal unsere Standardpedale, den Steve Lukather in der Hauptsache, Official Pedal, also direkt vom Steve Lukather signiert, in der großen Version, kleinen Version, Low Gain Overdrive, High Gain Low Overdrive, Clean Boost oder hier nur die Overdrives. Unser TB Drive, Tyler Bryant Shakedown Special, zwei Overdrives, die man kaskadieren kann, um mehr Gain zu kriegen. Ganz neu sind unsere Hochvoltpedale. Die Hochvoltpedale laufen mit 9 Volt extern, aber mit 280 Volt intern und bilden einen kompletten Amp. Also die Dinger direkt vor einem Clean Amp spielen. Da haben wir einmal den BL800, der kann einen JCM800 hundertprozentig simulieren. Also du hast wirklich den JCM800 in der Box vor einem cleanen Kanal mit aktiver Klangregelung. In der BL Deluxe, das ist die Schere-Version, mit viel mehr Gain. Neu ist unser kleiner Distortion. Wir haben den früher schon mal den Commander im Edelstahlgehäuse gehabt, hat ein neues Design, hat einen wirklich guten Preis. Und der geht schon mehr in Richtung aggressiv, ist aber kein Metal-Sound. Ansonsten für unsere Basspedale, die wir schon seit Jahren am Start haben, Markus Miller, Victor Wooten, Stanley Clark spielen die. Overdrive, Low Gain, Overdrive, High Gain, Clean Boost. Also die sind schon jahrelang am Start, extra für Bass. Es gibt noch ein paar Sonderpedale, die ist ja auf der Messe hier, ein paar Designpedale. Das ist unser Psychedelic Eye. Das machen wir erstmal nur auf der Messe. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Versionen. Und mal sehen, wie es da weitergeht.